Deutschland 1929. Von der Wirtschaftskrise gebeutelt und von der Niederlage im Ersten Weltkrieg erniedrigt, lässt sich ein Volk von einem Mann verführen: Adolf Hitler. Wie konnte sich dieser Mann, der Krieg und Völkermord über Europa brachte, so lange an der Macht halten? An einer Antwort auf diese Frage versucht sich die Berliner Ausstellung Hitler und die Deutschen. Zehntausende haben die Schau im Deutschen Historischen Museum schon besucht. Ich bin sehr beeindruckt. Deshalb finde ich sie sehr, sehr interessant und wichtig, besonders für junge Leute zu schauen. Jahrelang wurde über den Zuschnitt der Schau debattiert. Nun beleuchtet die Ausstellung insbesondere die Instrumente der Propaganda in der NS-Zeit. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Die Ausstellung ist hochinteressant, obwohl manche Dinge vermisst werden, finde ich. Warum es also zu Hitler gekommen ist überhaupt? Er wird als Führer dargestellt, aber es sind auch Fotos ja da, die ihn als normalen Menschen darstellen, die eigentlich früher in der Nazi-Zeit nicht in der Presse so veröffentlicht wurden. Ne? Dass Hitler auch 65 Jahre nach Ende des NS-Regimes polarisiert und mobilisiert, belegt der Erfolg der Ausstellung. 120.000 Besucher seit Mitte Oktober. Die Schreckensherrschaft fasziniert und weckt die Neugier auf deutsche Geschichte. Der Nationalsozialismus ist alles andere als vergessen in Deutschland. Der Nationalsozialismus ist in Deutschland noch immer allgegenwärtig. Im Fernsehen, in den Zeitungen und in der Schule. Überall geht es um die NS-Zeit. Wenn man also diese ganze Palette bedient, kann man damit die Massen anziehen. Zum ersten Mal ist eine Ausstellung dem Verhältnis des Diktators zu den Deutschen gewidmet. Ein weiterer Baustein bei der Verarbeitung eines dunklen Kapitels der Geschichte.